Minecraft. Ja, ihr seht Minecraft. Nicht Deincraft oder Deincraft oder Deincraft. Nein, ihr seht Minecraft. Hallo, liebes Publikum. HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Minecraft. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich an dieser Stelle meine Folge beendet habe. Und... oh yeah. Ja, deswegen habe ich euch einfach mal begrüßt. In der letzten Folge sind wir ein bisschen unerfolgreich durch die Nether gewatschelt. Anziehen bitte. Dankeschön. Ach so, hier ist das Zeug. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich einfach nur. Zack und zack und zack. Und genau dadurch ist dann alles repariert. So, und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden uns alles zusammensammeln, was wir hier so haben an wertvollen Sachen. Und machen uns auf den Heimweg. Wie ich ja schon mal andeutete. Hat ja durch Nether nicht ganz so geklappt. Die Schleimbälle lasse ich sogar mal hier. Ich meine, das bringt ja nicht so viel. Dann markieren wir uns einfach mal den Weg mit Fackeln aus. Und dann, denke ich mal, dürfte das alles so gut so weit hinhauen. Die vier Holz lassen wir mal hier. So, den Schwarzpulver brauche ich nicht. Die Gasträne nehme ich auf jeden Fall mit. Die können wir nämlich später noch gut gebrauchen. Dann machen wir mal... machen wir mal vier Schalen raus. Da eine Schale. Da muss ich aber dann auch die beiden Pilze mitnehmen. Ja, mit dem Pilz und dem Pilz und einer Schale wird Pilzsuppe draus. Damit wir uns auch mal von was anderem annähern hier. So, die sieben Pfeile nehme ich mit. Die Diamantspitzhacke lasse ich sogar hier. Was habe ich noch dabei? Smaragd. Na gut, die Schüsseln und den Pilz. Na gut, vielleicht brauche ich die sogar noch. Vorsichtshalber verrottetes Fleisch, falls uns irgendwie unterwegs das Essen ausgeht. Die Spinnenaugen bleiben mal hier. Die Pilzsuppe habe ich ja. Goldbahn, das Zeug kann alles da so bleiben. So, das was ich jetzt machen werde, ist noch aus den Eisenbarren Blöcke machen. So, zack, zack, zack und zack und Block. So, da, 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 da. Und zwei Eisenbarren bleiben übrig. 20 Eisenblöcke haben wir dann hier. Das ist doch schon mal schön. Da haben wir hier so die Blöcke alle irgendwie so zu beieinander. So, nicht den Block, sondern beispielsweise den Block. Oh, und da ist doch ein neues Lied aus der Playlist. Ich habe jetzt nämlich einfach mal... ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar neue Lieder mit reingepackt. Was ist das hier? Netherquarz. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ich lasse es einfach mal hier, dann lasse ich das mal auch hier. Das brauche ich ja nicht wirklich. So, das Feuerzeug kann hier bleiben. Ja, Pflasterstein. Die Erde kann ich mal ein 64er-Stack mitnehmen. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ne, Moment. Ich nehme mal mein Bett noch mit. Oder nehme ich mir... ja, ich nehme mir mein Bett mit. So, liebe Gegend. So. Habe ich mir vorsichtshalber nochmal einen Screenshot gemacht, wo das genau ist. Ich werde mein Bett nochmal kurz aufstellen und dann noch mal schlafen gehen. Wie man sieht, die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen und das bedeutet, dass es Nacht wird. Wenn es Nacht wird, dann kommen Monstren und Monstren sind blöd, wenn wir gerade abreisen wollen, sind ganz böse. Ich nehme mir sogar diesen Ofen hier mit. Und der hier ist einfach futsch gegangen. Oder kann man, doch, Öfen kann man stacken, also... ja, Safe Screenshot, Optifine Version. Ja, 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 kennt man doch alles mittlerweile. Bruh, guten Morgen. So. Dann markiere ich mir aber hier auch meine Hütte. Ach, ich habe was vergessen. Ich hab
voll was vergessen zu machen. Dup, 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 dup. Und zack, Kompass. So, der Kompass zeigt uns jetzt nämlich, in welche Richtung wir gehen müssen. Und wir müssen in diese Wegrichtung. Auf Wiedersehen, Villager-Dorf. Du wirst mir fehlen. Damit ich dich auch gleich immer erkenne, markiere ich mir hier so ein bisschen das Gebiet aus. Dann geht's ab durch die Wüste zurück nach Hause. Oh yeah! La 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 la. Und so machte er sich auf in ein neues Abenteuer. Mit seinen Zuschauern in Minecraft! Da 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 da. Na 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 na, und wir rennen jetzt durch die Minecraft-Welt, die uns gefällt. Und ich liebe diese Gegend, doch jetzt müssen wir langsam mal zurück nach Haus. Und dann werden wir ein wenig unser Zeugs zusammenkriegen. Und das eigentlich, was wir so vorhatten, endlich mal hinkriegen. Und das ist voll atonal, weil ich die Song noch nicht auswendig kann. La 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 la. Ich hab ja gesagt, wir kleiden uns den Weg ein bisschen mit Fackeln aus. Und ja, ich weiß, die Musik jetzt ist gerade ein bisschen sehr laut im Gegensatz zu dem, was die anderen Musiken so von der Lautstärke hergeben. Sind wir echt durch ein Sumpfgebiet hierher gekommen? Interessant. Wusste ich gar nicht. La 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 la. Na 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 na. Es muss ja mal ein bisschen neue Musik mit in die Playlist rein. Und wie gesagt, bei der Höhlen-Playlist habe ich jetzt noch nicht weiter Neues drin. Ich hatte auch erstmal, wo ich das erste Mal jetzt angefangen hatte zu spielen, die ganze Musik, die ich jetzt drin habe, rausgenommen. Verzeih! Oh, Entschuldigung. Aber was ist denn jetzt los hier? Ich glaube, so langsam setzt man Heuschnupfen an. Aber warum ausgerechnet jetzt, wo ich aufnehmen will? Ich verstehe es nicht. Ne, wo ich gerade eben erstmal aufgenommen habe. Da hatte ich die Musik auch noch nicht drin. Die habe ich jetzt erst mitmarkiert. Und das ist auch nur die Musik aus einem einzigen Spiel. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Und ja, falls ihr euch direkt fragt, gibt es denn ein Let's Play von diesem Spiel? Nein, das wird es nicht geben, weil es viel zu lange dauern würde. Sagte der Typ, der schon über 100 Folgen Minecraft hat. Jetzt muss ich mal was gucken. Ist Shuffle überhaupt drin? Ja. So. Kann ich nur das eine Spiel sein? Wie gesagt, ich lasse mich mal ein bisschen rätseln, was für ein Spiel es denn ist. Einige von euch haben es eventuell schon erkannt. Das wäre natürlich richtig cool. So 16. So, zack. Also ich fände das irgendwie voll cool, wenn einige von euch das Spiel auch noch gekannt haben. Das ist jetzt einfach nur wieder von Incompetech. Oder war das Incompetech oder war das jetzt Audionautics? So oder so, ein typisches Lied aus unserer Tagesplaylist. Hühner. Nein. Huhn! So. Muss mir ja selbst treu bleiben. Ach, Kühe. Kuh! Ihr wisst, was das heißt. Ich will euch ans Leder, ihr Kühe. Der hat sowohl Fleisch als auch Leder verloren. Hey, und da ist eine andere Kuh noch. Autsch. Oh, nö.
Sei nicht so eine coole Höhle, danke. Das wäre jetzt gemein gewesen, wenn das wieder so eine coole große Höhle gewesen wäre. Da hätte ich doch wieder nicht widerstehen können. So, und was wir hier jetzt machen, ist einfach mal ein bisschen Kohle abbauen. Was ist denn das mit meiner Maus gerade? Ab und zu hackelt die doch mal ein bisschen. Wow, wenig Kohle. Normalerweise ist es doch mittlerweile schon immer so ein riesen Batzen, wenn du was an Kohle findest. Das hat mich gerade irritiert. Naja, egal. So. Wo ist unsere letzte Fackel? Damit ich weiß, wo ich die nächste setze. Kann wir nicht jetzt gerade hierher? Na, einfach nur in Richtung des Pfeiles. Und dann wird das schon richtig sein. So. Ganz viele Kühe, ganz viele Kühe. Oh yeah. Und ich sehe es jetzt schon. Irgendwie wird eine lange Bootstour auf uns zukommen. Na komm, Kuh. Danke. Es tut mir leid, aber ich brauche doch das Leder. Und eventuell sogar das Fleisch, was ihr bei euch tragt. Ne, ich habe keine Ahnung, wie lange der Rückweg dauern wird. Wie lange der Hinweg schon gedauert hat und wie viele Aufnahmesessions, wahrscheinlich noch ein bisschen. Wie viel Leder haben wir? 7. Na, das ist doch ein bisschen was. Ach, wir müssen sogar hier in die Richtung. In die welche Wegrichtung? In diese Wegrichtung. Also das heißt dann in diese Runterwegrichtung. Jeppa. Jeppa, jeppa, jepp. Und. Jo, ins Wasser. Sehr schön. So. Ja, ich spiele halt mit dem... Ich wollte es nur mal nebenbei sagen, ich spiele ja auf der aktuellsten Version zu diesem Zeitpunkt, also der 1.5.1 immer noch. Und ja, irgendwie habe ich das nicht mitgekriegt, falls Honeyball jetzt das Texturenpaket wieder draußen hat, das ist meine Kraft. Deswegen spielen wir so lange, bis das wieder draußen ist mit dem Nisa-Texturenpaket. Ist jetzt mehr so realistisch gehalten, ist jetzt weniger so cartoonmäßig oder mit irgendwelchen Gags mit eingebaut, wie es halt so zum Beispiel bei Minecraft-Texturenpaket ist. Aber ich hoffe mal, es wird euch trotzdem gefallen. Hühner on Ice! So. Einmal rüber hier. Na ihr, ich tue euch mal nichts, ne? Habt mir auch nichts getan. Noch nicht. So, in so einem Wald sich zurechtzufinden mit den Fackeln wird natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir auch noch hin. So. Puff. Dann laufen wir einfach mal der Nadel entgegen. So, an dir bringe ich mal noch eine Fackel an. Dann sollte man sich im Dunkeln doch auf jeden Fall zurechtfinden. Wenn man hier mal im Dunkeln lang geht. Rechts haben wir wieder ein Sumpfgebiet. Wow, ich wusste nicht, dass wir an so vielen Sumpfgebieten vorbeigekommen sind. Oder ich bin einen ganz anderen Weg gelaufen, als ich hierher gekommen bin. Pilz. Ah ne, ich habe die anderen Pilze auch gar nicht mitgenommen. Hehe. Also bringt das nicht ganz so viel. Was mache ich hier? Achso, an der Liane habe ich mich gerade rumgehangelt. Ich dachte jetzt schon, was ist denn das los? Was ist denn jetzt los? Bäh. Mann, reden üben. Kumpel. Ach Mann, das nervt gerade voll mit der Zune-Nase. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich habe für einen Moment schon gedacht, das hier ist das Schneebiom an dem normalen Biom, wo unser Zuhause ist. Ist es aber leider nicht. Das ist doch schon ganz schön weit weg. Ob ich das denn noch eh weiterfinde, bleibt abzuwarten. Ich werde mir mal einfach so hier ins Wasser so einen kleinen Pöks setzen. Und in die Richtung
die ich gehen muss. Mit den Fackeln. Ach ja. Ich bin doch so eingerissener Bursche. Und ich glaube, jetzt wird so langsam Nacht gleich. Weil wir sind schon eine Weile lang unterwegs. Und ja, ich weiß, mein Minecraft-Männchen hat Hunger. Minecraft. Nicht Minecraft. 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 Jupp, es wird langsam Nacht. Wie ich es ja schon vorausgesagt hatte. Und jetzt kann es lustig werden. Weil ich glaube, wir sind sogar schon langsam am Spawn und vom Spawn aus können wir uns ja nach Hause ein bisschen orientieren. Oder vielleicht finden wir endlich das, wonach ich ja eigentlich gesucht hatte. Falls ihr euch erinnert, eigentlich war ja mein Anliegen, einen Dschungeltempel zu finden. Und das habe ich ja bis heute nicht geschafft. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt auf dem Rückweg den Tempel noch unser eigen nennen können. Beziehungsweise erforscht nennen können. Denn ein erforschter Tempel wäre nicht verkehrt. Da höre ich auch schon eine Spinne. So. Wow. Das ist alles sehr verwinkelt hier. Nach links weg ist unser Spawn. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Wie endgeil ist das denn hier bitte? Oh, Höhle. Kleine Höhle? Geräumige Höhle. Mit vielen Ausgängen. Cool. Blieb, blieb. Schön. So, dann gehen wir mal da raus, denn da ist auch eigentlich unser Weg. So. Hier noch eine Fackel hin. Ja, manchmal werde ich so ein bisschen abgelenkt von so einen Sachen wie coolen Höhlen. Weiß man, kennt man ja gar nicht von mir, ich weiß. Ach, das ist eine Kuh. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall hier lang. So, da erstmal zack. Die Kuh sieht irgendwie komisch aus. Na 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 na. Und ja, ich verkleide mir den Weg mit Fackeln. Auch wenn das nicht viel bringt, vielleicht finden wir sie ja wieder, wenn wir mal in diese Richtung gehen. Und ich denke, dieser Dschungel, der könnte uns doch zu einem Tempel führen, oder nicht? Kein Plan. Und ich gehe mal woanders lang. Ich glaube, ich gehe hier außen rum und das wird dann Angst und Bang. Das hat keinen Sinn gemacht, ich weiß, also bitte diskriminiert mich nicht. Und ich find's komisch, dass hier keine Monster großartig rumspawnen, obwohl ich auf normal geschalten hab und schon eine Spinne gehört hab. Und der Creeper-Fan hat ja auch schon gezeigt, dass ich nicht auf friedlich gestellt habe. Wow, 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 okay. Hier sollte ich mich nicht niederlassen, um ein paar Fackeln zu bauen. Das wäre natürlich jetzt auch ungünstig, wenn wir irgendwie von einem Creeper weggerissen werden. Na, nicht so. So. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar. So, zack, zack. Ach, ich kann gar nicht so viele Fackeln machen. Ich habe gar nicht so viel Kohle. Das ist natürlich suboptimal.